2, 1, drop it. Me, myself and I, at least give it a try. Erinnert mich ein bisschen an das Ende von Outlast, also der erste Teil. Da ging es ja auch komplett nach unten am Ende. Genauso wie hier. Hätte vielleicht noch Kraut mitnehmen sollen, egal. Da ging es ja auch am Ende der Erinneranstalt ganz nach unten in den Keller. Hier eben auch. Hallo, die ersten Gegner. Alter. Die sind immer stark. Diese kleinen Viecher. Schön unten durch. Man sieht es halt an den Fäden, sieht man das. Ich wechsle mal zu der billigen Munition für die Kisten zum Durchschießen. Kraftstoff brauche ich eigentlich nicht. Hätte ich eigentlich liegen lassen können. Oh, hallo. Ah, ich hätte die scheiß Bomben mitnehmen. Alles klar. Komm, lauf durch. Explodiert bitte. Ja, perfekt. Geil. Jawohl. Alles klar. Der lebt einfach noch. Jetzt aber nicht mehr. Ah, ist noch eine Bombe. Natürlich nicht reinlaufen. Hier auch. Auch wieder unten durch. Zur besseren Munition switchen. Okay, hier geht's echt tief nach unten. Echt wenig Munition für die Flinte. Nur noch zwei. Bombe. Perfekt. Alles klar, ich habe davon sieben. Die werden wahrscheinlich am Ende meinen Arsch retten im Bosskampf. Und was höre ich da? Hallo. Hallo. Ey, was soll die Scheiße? Alles klar, was ist das denn? Das kleine Vieh, Two-Hit. Alter, fast in die Bombe gelaufen, nicht Dummkopf. Hier schon mal ein paar Bomben hinlegen. Oh. Ja, genau. Was soll ich denn machen, wenn die Spinne genau in mein Gesicht spawnt? Oh, jetzt muss ich nachladen. Ich hab's nicht gesehen. Ja, genau. Komm. Alter, ich bin so schlecht gerade. Komm, lad mal nach, Alter. Danke. Der war halt One-Hit gewesen, aber ich habe halt nicht nachgeladen gehabt. Richtig dumm angestellt, habe ich schon. Alle Arzneimittel verwendet. Dann mache ich wieder eins. Also die standardmäßigen, die sind einfach leer wieder. Jo, hier ist einfach nichts. Ah, doch. Nachladen, nicht vergessen. Ja, ist alles nachgeladen. Gut. Ja, genau. Ja, perfekt. Alles klar. Oh, da ist ja noch einer. Diese Viecher, Alter. Alter, wie viel HP hat der mit dieser Scheiß? Mit der normalen Pistole einfach 2-Hit und mit der Maschinenpistole irgendwie 10 Hits oder 20, keine Ahnung, wie der Arzneimittel verwenden. Das ist echt so schwach, diese Maschinenpistole. Was kann ich damit machen? Ah, ich kann den verschieben. Damit der durchs Holz da vorne fährt, oder wie? Ah ja. Jawohl. Schön. Alter, wo bin ich denn jetzt? Okay. Oh. Ach. Ich hab's sogar noch gesehen, aber dann war es schon zu spät. Diese Bombe. Okay, das war auch eine Bombe. Deshalb auch aus der Ferne lohnt sich das trotzdem, auch wenn man Munition braucht. Für die Kisten aus der Ferne. Wo bin ich jetzt?
Freitag, 16. Januar. Dank euch ist jetzt mein Kopf seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie ist auch genauso blöd wie Heinz. Sie denken, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz nicht. Okay. Sie bekommt graue Haare. Sie könnt euch nachher das Ganze nochmal durchlesen, wenn ihr auf Pause gedrückt habt. Steroide, geil. Dann wieder mehr HP. Stärken die Muskelkraft und steigern die maximale Gesundheit und heilen mich dabei auch noch. So, nochmal HP erhöht, sehr geil. Ah, hier steht's. Das ist echt ein Schimmelpilz. Diese Krankheit. Amputierte Gliedmaßen werden in wenigen Minuten wieder angewachsen. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert die Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen, ist extrem schwierig, hat man ja auch gemerkt. Die Leute sind viel krasser mit mehr HP als ein normaler Mensch. Und das ist echt diese Schimmelpilzinfektion. Hier ging es aber noch weiter, da gehe ich mal kurz noch entlang. Hier unten rum. Ich will mal kurz gucken, was es hier gibt. Munition, okay. Was gibt's hier noch? 5 Minuten nach Dosis erbrechen. ESR-Reduzierungstest. 10 Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten Kalzifikation der Zellen, was auch immer das heißen mag. Ich habe ja keine Biologie mehr in der Schule. Also falls jemand das weiß, was es bedeutet. Was ist das? Nekrotoxin im Labor mitnehmen. Alles klar, ist das Serum. Erstmal noch durch. Oh ne, es sind 7 Seiten. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor. Wie gesagt, Pause drücken. Also es wurden einfach das Aussehen von einem 10-jährigen Mädchen gewählt, um das Ganze zu tarnen. Alles klar. Und Evelyn ist die E-Serie. Was nach der Infektion sieht, der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist. Also waren das vielleicht nur Halluzinationen, wie es da steht. Alles klar. Also existiert sie vielleicht nicht mal. Und das ist zensiert, sodass der Körper Stern, Stern, Stern. Da wollen sie nicht mehr verraten, danke. Okay, ich glaube, ich hole es dann. Ich gehe noch kurz hier hoch. Hier gibt es auch noch einen Text. Achso, das sind ja diese Viecher. Also Evelyn kann die erschaffen. Die Superorganismen. Moldert heißen die. Da steht es auch mit dem Serum. Wenn die Zellen schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Das hat man ja gesehen bei Jack. Da war er ja schon komplett destroyed. Okay, ich hol's jetzt. E-Nekrotoxin. Okay, ich hol's einfach. Ich muss das da rein, oder? Ja. Oh, jetzt geht's ab. Und da habe ich's. E-Nekrotoxin. Da ist das Gegenmittel. Zur Beseitigung von Evelyn. Und da kann man nochmal speichern. Nochmal Granaten, wahrscheinlich der letzte Save Point vor dem Bosskampf. Gehe ich mal stark davon aus.
Dann schaue ich nochmal ins Inventar. Bin eigentlich. Ja. Was soll ich sonst mitnehmen, was nicht? Brenner. Keine Ahnung, ob der gut ist. Lass ich mal da. Und dann speichere ich. Und dann gehe ich in den Kampf. Wahrscheinlich jetzt gleich. Denke mal, noch ein paar Schritte, ein paar Türen. Dann geht's ab gegen Evelyn. Oh, noch fette Munition hier. Was ist das für eine Tür? Kommt man scheinbar nicht durch. Okay. Na dann, ab geht's nach unten. Oh, nochmal Bomben, Chemikalien. Und da bin ich voll. Ich hol mal so ein Ding. Psycho-Zeugs. Dann sieht man ja, Objekte werden markiert und hier geht's ab. Okay, da wird schon alles stabilisiert, damit die Steine nicht abbrechen. Hallo. Hier geht's ja immer tiefer rein. Jetzt mit Wasser. Und wer sinkt da? Evelyn, bist du es? Nervengiftgranaten, ja, die werden mal gegönnt. Schnapp ich mir einfach das, dann hole ich die mit. Den Granatwerfer habe ich ja mitgenommen. Ein paar Pistolen auch noch. Bomben, nur zwei Flintenmunition. Ja gut, das wird ein Spaß. 26 verbesserte Munition. Bisschen wenig. Hier muss ich durchkriechen. Halluzination, Leute. Mehr nicht. Genauso wie die Stimme. Und das sind aber keine Halluzinationen. Alles klar, stürzt hier alles ein. Schneller. Bruder. Kraut. Oh. Oh ne, diese Viecher. Okay, die Waffe ist perfekt hier. Nur 2-Hit und dann sind die down. Einfach rennen, rennen. Alter, die... Ja, gut gemacht. Der nächste. Ah, brauche ich nicht. Die Scheiße. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, ich höre. Oh. Ja, nee. Alter, stirb doch mal. Danke. Alter, war das knapp. Ach du Scheiße. Bombe. Perfekt. Zünden. Alter, was geht hier ab? Alter, chillt doch mal. Holy. Ich sterbe hier schon gleich vorher. Ja gut, hallo. Chillt doch. Ich habe ja absolut keine Munition mehr am Ende. Ich hätte, glaube ich, auch gar nicht hier stoppen sollen. Ja. Alter. Ja, komm. Ja, genau, Alter. So unnötig, bloß weil ich diese scheiß Kiste da gesehen habe. Hätte ich einfach gleich durchlaufen können. Nee. Hey. Wie viele Viecher waren das denn? 10, 20? Alter. Hey. Dieses ganz fette Vieh auch noch. Komm, weg mit dir. Jetzt hoch rushen, rushen, rushen. Bombe mitnehmen. Juckt nicht. Perfekt. Oh, dieses Drecksvieh. Diese ganz kleinen sind die größten Miststücke, Alter. Ja,
Schön gemacht. Und der nächste. Komm. Verreck doch. Einfach hoch, einfach hoch. Ich glaube, es war die beste Taktik. Und ich bin entkommen. Alles klar. Oder auch nicht. Ja. Cool. Ey, ich hab halt keinen Platz mehr. Hätte ich vielleicht doch. Ey, jetzt hänge ich hier fest oder wie? Komm, weg. Wehe, die können jetzt da rein. Da will ich. Okay, die können da rein. Okay, ich hab's überlebt. Ja, aber das ist noch eine. Ja, genau. Jetzt stecke ich zwischen beiden fest. Ich habe keine Bomben mehr. Aber ich habe Granaten. Komm, weg. Explodier nicht vor meinen Augen, Digga. Verpiss dich. Kotze mich nicht an, Junge. Komm, verbrenn. Du Fettsack. Alles klar, wie... Warum hat er so viel HP und der andere nicht? Ja. Finally. Alter. Jetzt schnell Munition, weil sonst schaffe ich niemals den Bosskampf. So, die Leiter hoch. Jetzt bitte keine fetten Gegner mehr wie eben. Die zwei haben schon gereicht. Munition, bitte. Ich hab doch gar nichts. Ah, ich hab noch das Maschinengewehr, das absolut schlecht ist. So, hier durch. Also meine Stimme, hier durch. Ja, 150 Schuss, alles klar. Aber nur für dieses Maschinengewehr. Karte. Und nochmal ein Save Point hier. Okay, dann speichere ich mal. Immerhin Munition jetzt. Für die schlechteste Waffe gefühlt im Spiel, aber egal. Besser als gar keine Munition. Hier nochmal speichern. Tür auf. Und? Hä? Bin ich im Haus der Bakers? What? Hallo? Ta... Tatsache. Hallo, Mia? Lol, ich bin einfach im Haus der Bakers. Ne, im Gästehaus, stimmt. What the fuck? Also das Bergwerk führt einfach ins Gästehaus nochmal. Da wo ich ganz am Anfang war. Da wo ich Mia gefühlt getötet habe. Da steht E00. Ich glaube das... Ah lol, das ist doch die Oma. Was ist mit dir passiert? Ich gehe hoch ins Gästehaus. Tür auf. Hallo, Tür auf, habe ich gesagt, nicht zu. Das kommt mir noch bekannt vor und euch auch aus dem ersten Part. Oder dem zweiten, je nachdem. Genau. Hier habe ich sie getötet. Aber Mia hat ja überlebt, zum Glück jetzt. Und hier ist Evelyn. Ah, man kann die also nicht töten. Ich will nicht zu Evelyn jetzt. Verpiss dich. Hat sich hier was verändert? Evelyn, ich will nicht zu dir. Tschüss.
Hier liegt Mia. Alter. Warum sehe ich das? Ah, Mia lebt noch. Bitte, verpiss dich. Lol, hier ist der Fernseher weg. Hä, das sieht da ganz anders aus. Alter, ich hatte schon Angst, sie steht jetzt hinter mir. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ah, ist mir. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Ey, Evelyn mit ihren scheiß Familienkomplexen. Jetzt bin ich ihr Daddy oder was? Ich gehe erstmal in die Küche. Das kennt man ja noch alles. Bisschen grau geworden bloß. Hier kann man nichts mehr öffnen. Hallo, Evelyn. Geh bitte. Okay, dann gehe ich. Dann gehe ich doch noch nach oben. Hier mich erstmal umschauen. Hier sind die Treppen offen. Soll ich da hoch? Ich gehe erstmal. Alter, meine Stimme. Ich gehe erstmal hoch. Wer sagt Hilfe? Ich gehe zu mir, falls es sie ist. Evelyn soll sich verpissen. Wo ist Mia? Hallo? Mia? Wo? Hier rechts. Alter. Hier rechts, glaube ich. Nee. What? Okay, ich muss doch noch nach unten. Glaube ich. Alles klar. Was ist los, Digga? Ey, es geht bei mir mit der Kettensäge. Alles klar. Alter, das Spiel geht gerade richtig ab. Ich hab richtig Schiss. Es kommt doch wieder das Horrorfeeling. Und Evelyn ist... Dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein, schaff das weg von mir. Nein. Mia, chill. Hast du gar was mit der Puppe? Was soll ich machen, verdammt? Mia, verbrennen. Ach du Scheiße. Evelyn, hallo. Nein. Ah, ich habe glaube ich wenig HP, ich speichere. Alter, Scheiße, was soll ich machen? Hallo? Vorkämpfen, vorkämpfen. Komm, 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 komm. Ja. Komm. Hab ich's. Hab ich's. What? Du bist.
das war jetzt Evelyn? What? Und was passiert? Alter. Was ist jetzt los? Munition, danke. What the fuck? Warum war die jetzt Evelyn? Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll ich dagegen machen? Es tut weh, schreit sie. Wo soll ich hinschießen? Ins Auge. Das war anscheinend gut. Ah, alles klar, was soll ich dagegen machen, Bruder? Jo. Was ist das? Nee, es gibt noch einen fetten Bossfight anscheinend. Wohin soll ich schießen, verdammt? Also, wenn ich schon gedacht habe, der Bosskampf gegen Jack war krass, was ist denn das hier? Das ist ja nochmal komplett was anderes. Und wohin soll ich schießen? Verdammt. Hoffentlich war das gescriptet. Ich weiß nicht, wo ihre Schwachstelle ist. Hoffentlich das Gesicht. Ich wollte nur eine Familie. Ich glaube die Augen, denke ich mal. Lass schneller nachholen. Da. Das war's komplett. Okay, zack. Alles klar. Okay, das war, glaube ich, gut. Gerade. Ich habe mich wieder befreien können. Und was passiert jetzt? Hier liegt... Hey. Anruf. Was? Ah, die Waffe. Albert. Irgendwas. Schnappt ihr denn Albert? Was mit den Spielchen? Wo ist ihr Gesicht? Ein Schuss, was passiert? Alles klar. Ah, lol, das ist anscheinend ein Antiserum. Und? Sie ist tot, meine Damen und Herren. Jetzt gefällt ihr Gesicht. Du Scheiße. Das war's. Hubschrauber. Nichts riskieren. Trophäe erhalten. Der Albtraum ist endlich vorbei. Trophäe erhalten. Da kommen die Leute. Ende der Nacht noch eine Trophäe. Aus dem Helikopter. Sword-Einheit. Ehrenmänner. Okay. Was macht er? Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert?
Nein, nicht überspringen, Alter. Oh mein Gott. Ethan? Mia. Lol. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Ja, hast du. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Gutes Sprichwort. Hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Mhm. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Resident Evil 7 Biohazard. Die Credits nehme ich an. Ja. Wahrscheinlich mit Copyright-Musik, Leute. Ich rede einfach noch kurz drüber. Also das war es echt jetzt mit der Hauptstory. Ich habe ja hier zum Glück die Gold Edition, heißt, es gibt noch einige DLCs zu spielen. Sehr viele verschiedene. Freue ich mich auf jeden Fall auch noch. Mal schauen, ob ich die auf YouTube bringen werde. Aber das war es jetzt auf jeden Fall. Hier das Finale mit der Hauptstory. So, die ersten zwei Spielstunden habe ich drin und die letzten zwei. Und den Rest privat gezockt. Vielleicht gibt es noch ein paar Szenen von den Bosskämpfen oder so. So eine Art Best-of. Aber wahrscheinlich dann in einem extra Video. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das hier aufgeteilt habe. Ob in einem, zwei oder vielleicht sogar in drei Parts. Je nachdem, schaue ich mal. Bin mit dem Schneiden auch noch lange nicht fertig. Den ersten Part noch nicht mal angefangen, gescheit. Und die Musik ist gerade sehr laut. Also Leute, ich verabschiede mich damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Mir hat das Spiel auf jeden Fall mega Laune gemacht, mega Spaß gemacht hier die Hauptstory. Sehr coole Story im Vergleich zum Beispiel zu anderen Horrorspielen wie Outlast. Die Story auf jeden Fall besser gewesen. Hier mit mir. Am Ende hat es echt geklappt. Alle wurden gerettet, bis auf die Baker-Familie, die eben Opfer von Evelyn war. Diesem Virus, beziehungsweise dem Pilz. Und Evelyn war nur ein Experiment. Und Evelyn war am Ende nur die Oma. Also Leute, haut rein, bis zu einem weiteren Video und ciao.